Wir sind hier! Wir sind laut! Weil die Regierung Scheiße baut! Mein Junge geht auf eine Privatschule hier in Reutling und die gehen nächsten Mittwoch, gehen die schön wandern nach Tübingen, ein bisschen grillen, einfach, dass die Klasse sich ein bisschen kennenlernt. Jetzt kriege ich eine Mail, die Kinder sollen mit Maske und getestet dorthin kommen, nicht mit mir, mein Junge bleibt zu Hause. Wir hatten die Galerie des Grauens in Reutlingen und unserem lieben Reporter vom GEA fiel nichts anderes ein, als ganz am Anfang diese ganze Galerie zu verhöhnen, indem er geschrieben hat, in Reutlingen gab es etwas zu lesen, Bindestrich, oder auch nicht. Es ging um tote Menschen. Ich sage, pfui! Dazu kommt auch eine Geschichte. Denn zwei Minuten nach mir kam auch das Schwäbische Tagblatt auf mich zu und wollte ebenfalls ein Interview. Ablehnend, aber dennoch mitmachend, habe ich mit ihm gesprochen. Dieser gute Mann, ein Journalist, studierter Journalist, wohlgemerkt, sagte zu mir, naja, all diese Dinge hier, die ihr ausgehängt habt, die sind ja nicht richtig recherchiert und nicht belegbar, nicht beweisbar. Wenn man das genauer betrachtet hätte, dann hätte man gesehen, ganz viele Berichte dort sind von Welt, von NTV, von anderen Zeitungen ausgeschnitten und ausgeschrieben. Plus, was das Allerwichtigste ist, ein studierter Journalist sagte zu mir auf die Frage hin, warum dann die Presse denn allgemein gültig für Lauterbach schreibt, die Impfung habe keine Nebenwirkungen. Naja, in der Bundespressekonferenz wurde dies so verlesen und deswegen hat er das geschrieben. Dann fragte ich ihn darauf hin, hey, wie sieht's aus mit Recherche oder sowas in der Art? Das ist dein Job? Nein, weil das ist ein Zitat. Punkt. Also die Aufgabe unserer Journalisten in diesem Land ist zu zitieren und nicht zu recherchieren. Merkt euch das. Und deswegen sagen wir jetzt zum GEA ganz klar, Lügenpresse, 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 Lügenpresse. Kaffee trinken und gemütlich schön. Für die Kinder! Für die Straße! Für den Frieden!